Jo, hi, zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind hier auf dem Weg zum Sonnenpalast. Wir haben letztes Mal diese Rüstung uns eben geholt und haben von Silence diese Superlanze gekriegt. Also eigentlich sind wir ganz gut gewappnet. Ich habe nochmal Tränke und so aufgetankt, also alles gut. So, mal gucken, wie es hier weitergeht. Kann ja nur noch schwieriger werden. Mal gucken. So, rede mit Avad. Er ist wahrscheinlich wieder in seiner Hütte, ne? Hier oben irgendwo. Oh. Komm, mach mal auf hier. Zack, wir wollen da irgendwo hin. Ah, hier, okay. Auf seinem Trönchen sitzt er. So, Kollege. Aloy, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Helis kommandiert eine fanatische Armee, die Eclipse. Sie greifen bald an, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit, Gott, Dämon, Maschine, wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt, mehr als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Avad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, okay. Ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Ersa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich, solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, okay. Der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Okay, alles erzählt und ab geht's, oder? So, wo ist der Vogel? Da unten? Nee, wir müssen nochmal richtig schön weit laufen, ne? Ah, da unten steht er. Immer ganz okay. Ruhig. Panik in der Stadt bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Können wir sprechen? Hallo, hallo? Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich? Nicht so bescheiden. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Osaram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Du kannst dir gern alles ansehen. Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind auch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Okay, sehr nett. So.
Ich gucke mir beides an, ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. Mal eben kurz gucken. Da kann ich mich doch wahrscheinlich... Karte, sorry. Wahrscheinlich eben hinbeamen, oder? Am Turm? Ne, da muss ich hinlaufen. Und hier auch. Komm, ich laufe da eben hin. Und, das ist das Häuschen davon... Okay, Olin. Und hier... wo ist eins? Achso, eins wäre wirklich schon gleich loslegen. Ne, ich gucke mir die beiden Sachen auf jeden Fall an. Hast du einen Augenblick, Fremde? Nee, ich muss los. Oh, seit wann gibt's hier Feuerspucker, Schlucker? Ich glaube, ich habe keine Zeit mehr, es anzugucken. So, ich muss raus. Jetzt nochmal kurz gucken. Ich darf hier, glaube ich, kein Pferdchen benutzen, ne? Das heißt, wir laufen erstmal hier lang. Ist ja auch in Ordnung. Müssen wir mit dem Fahrstuhl fahren? Ups, da. Tja, immer auf den Fahrstuhl warten. Und keine Fahrstuhlmusik. Aber unten können wir wieder reiten, das ist okay. Die Rüstung ist wirklich cool. Glitzer. Das ist geil mit so einem Schild. Müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Später. So, komm, da ist er. Und raus. So, da hinten können wir auch mal zwischenspeichern, das ist auch gut. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Ich habe die besten Waren. Sieh dich doch mal um! Ich mache dir einen guten Ups. Preis! So, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Da drüben ist noch ein Sidequest. Hm, jetzt erstmal nicht. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Ja, wir haben da draußen schon ein Dutzend Mann verloren. Die Befehle sind klar. Keiner mehr. Die Bürger wurden gewarnt. Du redest von Befehlen. Ich rede von Leben. Dazu sind die Befehle da, um Leben zu retten. Guten Tag, Bürger. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert ist. Oh, hier, okay. Hey, Leute. Zum nächsten Mal. Ich sagte doch, ich komme. Schon wieder. Das stimmt, Tab. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Klar. Also, vor einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge, das überlasse ich den anderen, Nora, beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen- und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst? Jeder Einzelne von uns hätte dieser sterben Ort können. Dieser Ort
Der Unterschied zum Heiligen Land könnte nicht größer sein, oder? Tja. Ich wollte eigentlich den Berg... das ist der Berg jetzt, oder was? Wollten wir eben kurz gucken. Bergturm. So, und wo wäre das jetzt gewesen? Ich dachte, Tab macht das jetzt. Ist aber nicht der Fall, ne? Kurz nochmal gucken, wo es hingeht. Ganz unten runter noch, ne? Genau, muss noch da runter. So, mal fragen. Hallo? Wow, schöne Waffe. Petra, was geht ab? Petra, hier ist sie. Unser Ehrengast. Ich wusste doch, dass du etwas hast. Du bist aus echtem Anführerholz geschnitzt. Und das sage ich nicht zu jedem Nora-Mädchen, das vorbeikommt. Kommt denn oft eine vorbei? Ich musste schon eine Mauer bauen. Gut, dass ich hartnäckig bin. Das hat mir wirklich gefehlt. Marat bat mich, das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Das passt zu den Osseram, ne? Sie waren der Stolz der Hauptquellschmiede. Und mit noch mehr Stolz habe ich sie verbessert. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Die Ziele sollten sich etwas weniger wehren als die Banditenbande damals. Okay, wollen wir das? Klar wollen wir das. Treffsicher und eine hohe Reichweite. Nicht zielen wie mit einem Bogen. Gute Reichweite. Probier die nächste aus. Siehst du? Das macht jede Maschine fertig, alt oder nicht. Ich glaube, damit könnten wir eine ganze Armee abwehren. Okay, ist nice. Ich bin dir für deine Hilfe dankbar, Petra. Diese Schlacht. Ich weiß nicht, was kommt. Wir werden uns wiedersehen, ich weiß es. Nächstes Mal überrede ich dich vielleicht, in Freihalde zu bleiben. Petra, du weißt das. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe eine Schwäche für rastlose Mädchen. Aha. Verstehe. Na gut. Aber ich sag dir was, deine Kanone ist ganz große Scheiße, weil ich kann hier hingehen und sagen, ey, weißt du was, du komischer Attrappe. Kaputt. Und ähnliches werde ich auch mit den zwei Häschen da drüben machen, weil wir sammeln das. So, ihr beiden hässlichen Attrappen. Weg damit. Kein Zurück mehr. Absolut. Kein Zurück. Ups. Muss man natürlich auch treffen. Okay, nehmen wir hier ein bisschen was mit und da ein bisschen was mit. Na komm. Kein Bock, ne? Achso, sorry, Steine, ich dachte es wäre. Kein Kommentar. Okay, jetzt gucken wir uns noch den Turm. Ne, warte mal. Jetzt gucken wir uns noch den Turm an. Das ist dann Nummer 3, aber wo ist Nummer 3? Oh, ich nehme mal kurz diese Markierung noch von der Map, das ist natürlich total obernervig. Okay, so. Und Nummer 3 ist... ich dachte... Das ist Nummer 2, Nummer 1. Machen wir jetzt mal Nummer 3. Oh, shit. Turm müssen wir noch. So, gleich sind wir da. In der Theorie. Und hier rauf, ne? Okay. Die Rüstung sieht cool aus, klappert aber ein bisschen, ne? Na gut, wir sind gleich da. So, das Klappern aufhören.
Junge, 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 wie weit wollen wir denn noch laufen? Also, wer sind diese Typen? Habt ihr alles vorbereitet, Mädels? Sich selbst als Eklipse. Ach. Und was soll das heißen? Das ist, wenn der Mond vor der Sonne steht, Idiot. Oh, soll das irgendwie furchteinflößend klingen? Komm, halt die Klappe, Ehrend. Da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Sehr gut. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Absolut. Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der es zermalmt! Sehr richtig! Gut. Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen. Das schafft ihr schon. So, okay. So weit, so gut. Ich kann natürlich jetzt auch noch die anderen alle abfragen. Ach. Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Val. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land, verdorben, und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten, ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ja, los. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Okay, cool. Der ist auch da. Gucken wir nochmal hier. Wir sind ja... größer als der höchste Baum. Kriegsherrin Sona. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, ja, dass komm, das so mach ist. Mit. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. Sehr gut. Alles klar. Suche beide Verteidigungslinien haben wir auch gemacht. So, ruh dich vor dem Endkampf aus. Tja. Das kann ich machen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht in der nächsten Session, okay? Ich laufe noch ein bisschen willenlos im Turm rum und dann schauen wir mal weiter, okay? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!